Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Yoshi's Crafted World. In der Pappkarton-Gruppe geht es jetzt heute los. Gruppe, und zwar mit dem ersten Level. Frageshalsen. Was auch immer es ist hier wohl handeln mag. Ich entschuldige das Rumgeflacker hier, die Sonne scheint gerade ein bisschen blöd drauf. Deshalb ist das hier jetzt so ein bisschen creepy. Dies tut mir leid, kann's aber leider Gottes gerade nicht ändern. Deshalb ist es jetzt so, wie es ist. So. Hier werden irgendwelche Sachen geklaut, merke ich gerade. Es ist eine fressende Kanzel, dass ich die ganze Zeit nein laber. Da haben wir Bowser's Huni, ja, ist ja mal interessant. Ist eigentlich der Juwel wirklich hier gelandet? Karwerk, ja, irgendwo in dieser Gegend. Bäh. Da ist Yassi. Gut gemacht. Ach, wie kommt der so schnell hierher? Moment mal, hat er etwas von einem Juwel entdeckt? Nö. Hey, der hat doch kein Zimmer. Ich mache ein Blatt und finde die Juwelen selbst. So, wenn die wüssten. Das ist ein Weiß von den Juwelen. Uhahaha. Und aus dir mach es Vogelfutter, du kleine Kröte. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich es Vögeln unbedingt so gut schmecke, aber okay. Ich akzeptier's. Ich hab bald Rollos, ne? Und dann wird das besser, ja? Dann habt ihr diesen ganzen Mist hier von der reinstrahlenden Sonne nicht mehr. Aber es kann das gerade leider nicht verhindern. Tut mir leid. Kann es gerade nicht verhindern. Kann nur so ein bisschen rausgehen, aber das nützt halt irgendwie irgendwo auch nicht wirklich viel. Deshalb, ja, wir lassen das mal gehen. Oh, Schuss, da haben wir so einen Bosskampf, sehe ich gerade. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich muss an den Typen einfach nur so einen Magneten dran heften. Ich habe ganz vergessen, dass es in diesem Spiel auch Bosskämpfe gibt. Da muss man hier draufhauen. Bam, das ist eigentlich essliches mehr, ne? Ich wünschte nur, es hätte irgendwie jetzt noch mehr Magneten. Weil die machen es ganz einfacher. Oder vielleicht kommen gleich hier neue. Scheiße, ey. Ich muss aufpassen, dass sie diese Dinger hier nicht auf mich macht. Genau. Sonst bin ich dezent ein kleines bisschen am Arsch. Das muss man hier irgendwie essen. Nee, die kann man nicht essen. Hier einfach nur in der Luft schweben. Ist aber als. Ah ja. Weißt du, die Dinger geben einer sofort wieder hier. Und klar, der Boss wird langsam nach und nach schwieriger, aber so krass wird schwieriger jetzt auch nicht. Bis jetzt. Ist einfach. Aber was noch nicht war, kann noch kommen. Aber der setzt der dritte. Drittesten, ganz genau, oder? Drittesten und aggressivsten Stufe, so gesehen, wird da nicht mal viel kommen jetzt hat. Und der Boss reicht jetzt nicht down. So. Wir werden natürlich trotzdem nicht irgendwie nur ein, zwei Minuten Video machen, sondern wir werden das erste Level danach dann auch noch machen. Aber, gut, okay, der hat mich getroffen. Aber halt nicht viel mehr danach, sonst noch. So einfach geht's einfach alles andere fressen. Und so, und dass man einen, das ist einer selbst dann nicht dabei erwischt. Dann ist gut. Und dann noch einmal hier drauf. Und dann ist das Ding auch im Weg, ne? Joa, war ja nicht so schwer eigentlich. Das wäre das Gefühl einer der einfachsten Bosskämpfe ever. Die
ich bis jetzt so hatte. Und das ist heftig. Und das mag schon was sagen. Du hättest wohl für sehr cool. Tja, leider falsch gesagt, du Stöpsel. Danke, dass der Typ mir Stöpsel nennt. Das sehe ich jetzt gar nicht als persönliche Beleidigung oder sowas. Was ist denn hier? Ein Diamant. Oder ein Juwel, besser gesagt. Traumjuwel erhalten. Yay! Hier haben wir dann ein Traumjuwel. Und hey, da ist ein anderer Yoshi. Ja moin, den geben wir das Juwel. Und der haut damit ab. Ist ein gutes Erstern hat und wir nicht damit noch weiter rumlaufen müssen. Aber was ist hier? Das erste Juwel fügt sich ein. Das erste von 5. Und dann war das, glaube ich, erst so richtig die erste Welt oder sowas in der Art. Oder however wie es wird, name it. So, was haben wir denn jetzt hier? Yoshi, was war da? Du sammelst Traumjuwelen, so sieht's aus. Was du kennst, ist Bladasa, ist was alles, was es zu wissen gibt. Könnte es lohnen, einen Blick hierauf zu werfen. Die Traumjuwelen, die du suchst, sind hier, hier und hier. Hingeflogen. Ah ja. Ich sag's ja, es weiß alles. In welcher Reihenfolge du sie suchst, liegt bei dir. Du machst das uns, Brössling. Okay, das ist, ja, gut zu wissen. Let's say it like this. Hallo, willkommen in den Origami-Gärten. Ah ja, das sind hier also jetzt die Origami-Gärten. Weiter vorn muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen will. Okay. Interessant und gut zu wissen. Dieses Level. Eigentlich will ich auch... Nee, wie ist das, Leute? Das war jetzt ein kurzer Part. In dem Part habe ich soweit eben den Bosskampf gemacht. Und wir haben das erste Spiel eingesammelt. Und in den Origami-Gärten geht's dann im nächsten Part weiter. Ich sag jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Und ciao.